In diesem Video geht es um den Unterschied zwischen einer Basis und einem erzeugenden System. Ihr solltet vielleicht zur Vorstellung am besten schon wissen, was ein Vektorraum ist. Dafür gibt es das Vektorraum-Video, wo ich auch schon ein bisschen was zur Basis sage. Und was Linearkombinationen sind oder lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Auch dafür habe ich ja erst davor jetzt ein Video hochgeladen. Gut, wenn ihr das jetzt beides wisst, dann können wir mal die Frage betrachten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Basis und einem erzeugenden System. Zunächst mal nehme ich einfach mal irgendwie ein paar Vektoren aus dem R hoch 3. Nehmen wir zum Beispiel 1, 2, 2, dann 0, 1, 0, 1, 0, 0 und dann hätte ich noch gerne 2, 2, 2. So, einfach mal 4 Vektoren. Jetzt kann ich um die eine sogenannte lineare Hülle bilden. Ich schreibe den Begriff gerade mal hin. Also ich schreibe das dann immer so, dass ich dann hier so ein L mache und das halt von dem Ganzen hier. Also die lineare Hülle davon. Was ist überhaupt eine lineare Hülle? Ihr habt ja schon gesehen, was eine Linearkombination ist. Und die lineare Hülle, da liegen jetzt eben alle diejenigen Vektoren drin, die ich aus einer Linearkombination von denen hier erhalten kann. Ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel könnten wir ja 1, 2, 2 plus 2 mal 0, 1, 0 nehmen. Und dann hier halt plus 0 mal das plus 0 mal das. Wenn ich das ausrechne, habe ich 1, 4, 2. Das heißt zum Beispiel, der Vektor 1, 4, 2 liegt in meiner linearen Hülle. Ich kann aber auch 0 mal all die nehmen. Dann habe ich den 0-Vektor, also 0, 0, 0. Das liegt also in meiner linearen Hülle. Das liegt auch in meiner linearen Hülle. Und da könnt ihr jetzt beliebig viele Kombinationen eben basteln, die alle in eurer linearen Hülle liegen. Wenn ihr das hier jetzt ausprobieren würdet, würdet ihr herausfinden, dass ihr hier jede beliebige, also jeden beliebigen Vektor aus dem R hoch 3 erhaltet in dieser linearen Hülle. Das heißt, die lineare Hülle hier, da sind eigentlich alle Vektoren drin, die eben in R hoch 3 liegen. Also für alle Vektoren V in R hoch 3 gilt eben, dass V auch in der linearen Hülle von dem da oben liegt. Ich mache jetzt hier mal Punkt, 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 da steht eben das obere drin. Also im Prinzip ist die lineare Hülle hier nichts anderes wie R hoch 3, der Vektorraum R hoch 3. Wer mir nicht glaubt, dass es ein Vektorraum ist, schaut mal in das Vektorraum-Video, da habe ich das bei R hoch 3 bewiesen und beispielhaft vorgerechnet. So, das heißt, ich erhalte hier also einen Vektorraum, wenn ich die lineare Hülle aus diesen 4 Sachen bilde. Und wenn ich eben 4 Vektoren habe, dass denen eine lineare Hülle bilde, die dann einen Vektorraum ergibt, dann heißt das Ganze hier erzeugendes System. Weil ich aus diesen Vektoren meinen Vektorraum erzeuge. So, jetzt ist aber die Frage, was war denn das mit der Basis? Das war ja eigentlich so ähnlich. Wir hatten ja Basisvektoren und haben daraus dann auch die ganzen verschiedenen Linearkombinationen gebildet und unseren Vektorraum erhalten. Zum Beispiel kann man jetzt eben die Basis 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1 für R hoch 3 wählen. Das seht ihr auch im Vektorraum-Video. Und erhaltet genauso alle Vektoren aus R hoch 3. Also ist jetzt die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem erzeugenden System und einer Basis? Eigentlich ist es ganz einfach. Erzeugenden System, die dürfen linear abhängig sein, also das ist egal, ob die linear unabhängig oder abhängig sind. Aber bei einer Basis müssen alle Vektoren linear unabhängig sein. Also, im Prinzip ist eine Basis also ein erzeugendes System. Bei dem alle Vektoren linear unabhängig sind. Wir können ja gerade mal nachprüfen bei den 4 Vektoren, die wir hatten, ob das jetzt ein erzeugendes System oder eine Basis für R hoch 3 wäre. Also, wie können wir das nochmal nachprüfen? Ich habe gesagt, wir schreiben einfach mal eine Linearkombination. So, die stellen wir auf.
wollen den vierten Vektor dabei rausbekommen. Wenn wir jetzt hier eine Lösung für a, b und c finden, dann sind sie linear abhängig. Wenn es aber keine Lösung gibt, dann sind sie linear unabhängig. Also schreiben wir das hier als LGS auf, dann steht da 1 mal a plus 0 mal b, also plus 0, plus 1 mal c ist gleich 2. Und dann die zweite Zeile, 2a plus b plus 0 mal c ist gleich wieder 2. Und 2a plus 0 gleich 2. So schreiben wir das Ganze nochmal schöner hin. Also a plus c gleich 2. 2a plus b gleich 2. Und 2a gleich 2. Aus der dritten Zeile erhalte ich ja sofort a gleich 1. Jetzt kann ich das hier jeweils einsetzen. Dann habe ich hier 1 plus c gleich 2. Damit ergibt sich auch sofort c gleich 1. Und wenn ich hier für a die 1 einsetze, dann habe ich da stehen 2 plus b gleich 2. Und damit ist b gleich 0. Also nochmal die Lösung. Also a gleich 1, b gleich 0 und c gleich 1. Sprich, wenn ich eben diesen Vektor einmal nehme, also 1, 2, 2, plus 0 mal b, also das fällt weg, plus 1 mal c, also plus 1, 0, 0, dann erhalte ich hier den Vektor 2, 2, 2. Also habe ich eine Lösung gefunden und damit sind die hier linear abhängig. Dann kann es keine Basis sein, also ist es ein Erzeugungssystem, aber keine Basis.